Kommt rein, kommt! Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Ungarn. Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit gegen die russische Besatzungsmacht tragische Verluste hinnehmen. Die Anzahl der gefallenen Freiheitskämpfer konnte nicht genau ermittelt werden. Schätzungen zufolge handelte es sich um mehrere hundert Gefallene, unter ihnen auch der Kapitän der ungarischen Fußballnationalmannschaft, Ferenc Puskás. Puskás ist so. Die können doch nicht einfach so auf Puskás hier töten. Hunderte sind da gefallen. Ja. Er setzte die russische Armee wieder ihre Panzerdivision ein. Ich glaube, bei mir war das immer nicht so wirklich nötig. Also ich bin auch bei meinen Eltern relativ frei erzogen worden. So. Ich meine, klar, man hat mal Schule geschwänzt oder so, aber das nimmt ja ganz, also das sind ja alles so, ist ja Pillepalle im Gegensatz zu dem, was die da durchmachen. Ja, also eigentlich nicht wirklich, also in so einem Rahmen nicht. Nee, ehrlich. Um gegen den Freiheitswillen des unterdrückten Volkes vorzugehen. So ein bisschen eine Vorstellung, da mein Vater aus der DDR ist und auch meine Großeltern von der Seite. Aber ich kannte natürlich auch nur Geschichten. Und sonst haben wir uns natürlich im Vorfeld Filme darüber angeguckt und mit dem Regisseur Lars Kraume viel geredet. Und beim Drehen hat einem dann einfach wahnsinnig geholfen, dass das alles so nachgebaut wurde, dass wir die Kostüme anhatten. Und das versetzt einen dann so in die Zeit. Aber wie es wirklich war, können wir natürlich nicht sagen. Also ich habe gar keine Verwandtschaft aus dem Osten. Und für mich war das, also ich habe auch bisher immer nur irgendwelche Fakten gehört aus der Schule und hatte nie einen persönlichen Bezug dazu oder so. Und das Einzige, was man dann immer mitkriegt, sind halt irgendwelche Witze oder Vorurteile oder so. Klischees. So Klischees, die man dann immer bekommt von den Ossis oder so. Aber wirklich, wenn ich jetzt jemanden, einen Ossi kennengelernt habe, habe ich nie das jetzt direkt gemerkt und gedacht, ah ja, krass, das ist ein Ossi oder so. Also, in Straßburg erhoben sich daher die Abgeordneten des Europarats und verharrten im Angedenken an die gefallenen ungarischen Volkshelden 2 Minuten in Schweigen. Nee, wir haben viel mit Lars darüber gesprochen. Wir haben alle das Originalbuch gelesen, worauf das basiert hat, von Dietrich Gaska. Die Zeitzeugen haben wir jetzt aber erst im Nachhinein getroffen. Also beziehungsweise 2 waren, glaube ich, mal am Set und haben uns auch mal besucht und uns was erzählt von der Zeit. Dietrich Gaska konnte aber leider krankheitsbedingt gar nicht. Der kommt aber heute Abend zur Premiere. Und dann bei dem ersten Screening, was wir hatten, kamen auch einzelne Zeitzeugen, was natürlich sehr schön war. Hört mal alle, wir machen eine Schweigeminute in Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen. Spinnst du jetzt völlig cool? Ja, also ich das finde ich echt eine schwierige Frage, weil man die Umstände nicht wirklich, man kann sich die vorstellen, wie das genau abgelaufen ist, weiß man aber nicht. Wie man sich gefühlt hat, weiß man nicht. Also ob man das jetzt gemacht hat. Ja, das ist also schwierig und man spielt ja immer noch auch eine Rolle und man weiß, die haben das in dem Moment so gemacht, aber wie man es selber tatsächlich dann gemacht hätte, das ist immer schwierig sozusagen. Die Situation in Ungarn ist kompliziert, Kurt. Dann erklär sie mir doch bitte. Ich verfüge auch nicht über die Kenntnis aller Einzelheiten. Die Berichte kommen mit Zeitverzögerung. Fest steht nur, dass in Ungarn eine Konterrevolution gegen die sozialistische Volksmacht im Gange ist. Vermutlich ist es so wie bei unserem Aufstand 53. Da hatten auch ausländische Provokateure ihre Hände im Spiel. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man seine Informationen aus verschiedenen Quellen kriegt und nicht auf eine sich darauf so verlässt und da immer alles glaubt, was sofort da steht oder was irgendjemand auf Facebook postet oder so, dass man irgendwie versucht, ja, sich sein eigenes Bild zu machen durch verschiedene Medien. Und da haben wir ja Gott sei Dank in Deutschland ein Glück, dass wir uns da auf die Quellen verlassen können, dass das nicht wie irgendwo anders ist, wo tatsächlich auch falsche Nachrichten einfach verbreitet werden. Also ich habe das Gefühl, man ist wirklich jetzt richtig mit ihm befreundet und das ist wie so Familie, gerade wenn man irgendwie zusammen auf der Berlinale ist. Das ist wirklich sehr schön, hier zu sein mit ihm. Und während der Dreharbeiten, ich habe das Gefühl, dass er wirklich was erzählen will, dass er
dafür brennt, was er macht. Der will unbedingt Filme drehen, der will unbedingt was damit erzählen, der will, dass die Leute danach noch darüber nachdenken. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für den Film. Und gleichzeitig, also einerseits brennt er halt dafür und zum anderen strahlt er eine wahnsinnige Ruhe aus, was für einen Schauspieler ja Gold wert ist am Set, weil man ist nicht in so einem Stress oder jeder Take muss jetzt unbedingt klappen oder... Ist die nötige also Ruhe da, dass man sich die Zeit nimmt, die so ein Film auch braucht und dass man aber trotzdem auch jede Frage stellen kann, die einem im Kopf rumschwirrt. Also, dass da einfach so jemand ist, wo man weiß, okay, egal was ist, das kann ich dem anvertrauen. Warst du wieder im Westen? War ja wieder am Grab deines Vaters. Es war doch sein Geburtstag. Ich habe nur ein paar Blumen gebracht. Ihr bringt mich in Schwierigkeiten. Versteht ihr das nicht? Wenn der Sohn des Vorsitzenden des Rats der Stadt in den Westen fährt, um Blumen am Grab eines SS-Mannes niederzulegen. Er war ein einfacher Panzergrenadier. Bei der Waffen-SS. Wo hast du die Bilder vom Ungarnaufstand gesehen im Kino? Ich kannte die anderen gar nicht. Also Tom und Jonas kannten sich schon. Ja, also Jonas und ich sind in derselben Klasse gewesen an der Ernst Busch und daher kennen wir uns eigentlich in- und auswendig, würde ich sagen. Leo kannte ich, weil er zwei Jahrgänge über uns war. Aber ich kannte den jetzt nicht persönlich. Es war mehr so, dass man ihn mal auf der Bühne hat spielen sehen oder so. Ja. Wir haben uns alle ganz gut kennengelernt während der Dreharbeiten und sind auch jetzt noch gut befreundet, was natürlich schön ist. Zusammenhalt, Mut, Liebe. Freundschaft, Vertrauen. Es waren zusammen fünf. Es waren fünf, ne? Dieses Gefühl, dass irgendwie eine ganze Stadt Filme schaut und sich alles darum dreht, das mag ich sehr gerne. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die ganze Stadt gerade am Filme gucken ist. Ich bin gestern mit einem Taxifahrer gefahren und ich habe gemeint, und ist viel los? Und hat er gemeint, ja, aber nur in Mitte.